Gerne, Vicky. Wir lieben unsere Spiele. So, da sind wir in dem verborgenen Altarraum. Passiert noch nichts. Ich war hier noch nie selber drin. Dann schleichen wir uns mal langsam hinten ran. Ach, stundenlang könnte ich mein wunderschönes Mario-Gemälde ansehen. Es ist wahr, was man über anspruchsvolle Kunst sagt. Man braucht ein feingeistiges Wesen, um sie wertzuschätzen. Dieser hilflose Ausdruck in deinem Gesicht, Mario, der macht mich so zufrieden. Mag sein, dass meine bisherigen Erlebnisse mit dir ein wenig zu dieser Sichtweise beitragen. Weil ganz ehrlich, wer ist schon so blöd und glaubt, dass Willen einfach so verlost werden? Man muss schon schön blöd sein. Und was hat man euch, Mario-Brüdern, bloß in die Suppe getan? Eine ordentliche Portion Leichtgläubigkeit, was? Dein Bruder hat den ganzen Weg hierher zurückgelegt, um in einem Bild verewigt zu werden. Das ist wirklich großartig. Wie dem auch sei. Dieses Mario-Gemälde hängt so allein da. Ich brauche unbedingt noch ein Luigi-Porträt. Dann erst ist meine Galerie komplett. Ich lach mich scheckig. Von dir habe ich keine Angst, Suppenkasper. Höchstens vor dem Schreckweg 0816, den du auf deinen Rücken trägst. Eine echt dämliche Erfindung. Aber ich bin der König der Buhus. Ich schwöre, niemals werde ich gegenüber einem ordinären Haushaltsgerät klein beigeben. Außerdem wirklich abscheulich, wie du Wurp, Schleif, So, Schleu, Schlitt, Schwupps mäßig meine ganzen treuen Freunde aufgesaugt hast. Und glaub ja nicht, dass ich davon sause. Ich werde mich dir entgegenstellen, wie es einem wahren Buhu angemessen ist. Komm und leiste deinem Bruder Gesellschaft. Auf diesem Bild. Bowser. Okay. Okay, dann dürfen wir wohl tatsächlich gegen Bowser kämpfen. Wow. Müssen wir die einsaugen? Ja. Wow. Der ist ja ganz schön schnell unterwegs hier. Das ist daneben. Mal treffe ich auch. Shit. Nein, 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 nein. Oh, zum Glück, das macht nur 15 Schaden. Jo, gib mir halt einen Moment. Dann muss ich ihn irgendwie ins Maul feuern. Das kann natürlich auch sein, ne? Falls es überhaupt geht. Ne, ich kann damit nicht zielen. Ach, Tatsache. 500. Okay, also kämpfen wir gegen einen Bowser-Kopie vom König Buhu.
Sehe ich das richtig? Verstehe ich das richtig? Ich denke schon. Oh gut, wir wissen jetzt, wie wir ihn treffen. Muss man nur warten, dass er halt einen Move macht. Mist. Liegt noch zu viel eine Kugel hier? Nee. Schade. Volltreffer. Ja, dann komm mal her. Verdammt. Hier nach hinten laufen. Los, mach deine Spikes, deine Morgensterne. Ach Mann. Gut, wir haben noch einen Versuch. Wir hatten einen Versuch. Liegt irgendwo ein Herz. Ich hör's, ich hör's, ich hör's. Na, kriegen wir dich? Kriegen wir dich? Nee. WTF. Ja, Kollege, wie sie... Ah, okay. Wow. Alter. Ich hoffe, das macht er nicht nochmal. Denn doch sind wir erledigt. Was? Was hat uns getroffen? Das gibt es nicht. Wo soll es hingehen? Zur Villa. Dreck. Ey, das war doch jetzt mies. Oh, gut. Wir hatten ihn fast. Wir wissen jetzt, wie wir ihn treffen. Diesmal kriegen wir ihn. Aber schade. Ich wüsste zu gern, was uns da jetzt erwischt hat. Naja. Da. Dann haben wir halt einen Tod in den kompletten Spielverlauf. Das kann ich verkraften. So, dann können wir den Teil hier dann auch skippen. Zumindest den Teil, der zu skippen geht. So. Hallo? Bla 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 bla. Kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon. Kennen wir alles schon. So, auf in die zweite Runde. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob er mehr Leben hätte, wenn wir die anderen Buchus nicht eingesaugt hätten.
So, dann mach mal deine Kügelchen bitte. Ja. Scheibenkleister. Das Eis macht dann doch schon viel Schaden. Bestimmt hat uns das getroffen gehabt. Nimm doch eine. Es läuft auf jeden Fall. Schon relativ gut. Nach kurzer Zeit. Nein. Bleibst du hier? Verdammt. Also ich denke, einmal, maximal zweimal, dann sollten wir es haben. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht gehabt. Ja, mit etwas Glück wird das jetzt schon was, ja? Haben wir. Gespannt, ob jetzt noch was kommt. Oder ob es das war. Luigi, Luigi, du hast es geschafft. Das ist wirklich außergewöhnlich, mein Junge. Zwar stammt der Schreckweg nur nach 16 aus meinen Entwicklungen, aber du hast dich bis ganz nach oben durchgekämpft, mein Kleiner. Du hast mich so schnief. Stolz gemacht. Jetzt reiß dich verdammt nochmal zusammen, Git. Wie bitte? Erst hast du König Buhu gefunden und dann ist er in ein Porträt von Bowser hineingesprungen. Sagst du, sogar mit Feuer hat er nach dir gespuckt? Heiliger Bimbam. In all den Jahren meiner Geisterforschung ist noch nie eine so fabulöse Geschichte an meine Ohren gedrungen. Und du musst bedenken, dass sich diese Karriere über 60 Jahre erstreckt. Nun, ich erinnere mich noch gut an meine Anfänge. Als junger Spund brachte mich bereits der Gedanke, einen Geist zum Zittern. Zum Zittern. Oh, entschuldige bitte. Wir sausen so viele Dinge von damals wie heute durch den morschen Schädel. Ich könnte eine ganze Woche damit verbringen, Geistergeschichten zu erzählen. Nun, es bleibt noch eine Sache zu erledigen. Ganz genau. Ja, gut. Luigi, schnapp dir das Porträt deines Bruders und bring es zu mir ins Labor. Hehe, der arme kleine Racker ist eingeschlafen. Er muss vor lauter Erleichterung und Erschöpfung zusammengebrochen sein, als er dich ankommen sah. Ich kümmere mich mal darum, die Maschine startklar zu machen, damit wir deinen Bruder wieder in seine ursprüngliche Form bringen. Einverstanden? Ich erwarte euch beide. Ich habe das Gefühl, dass es das nicht war. Ist er ja, der Hammer. Du hast in nur einer einzigen Nacht alles erledigt. Gut gemacht, Luigi. Die von den Buhus errichtete Villa ist im Dunkel der Nacht verschwunden, doch der Schatz ist offensichtlich zurückgeblieben. Ich brauche solches Zeug nicht. Behalte es von mir aus und mach damit, was du willst. Sag bloß, du hast genug von Geld einsammeln. Dann kümmern wir uns mal darum, deinen Bruder zu retten. Selbstverständlich ist mir dein Bruder lieb und teuer, doch wir müssen uns zuvor noch um die letzten Geister kümmern. So, dann hau mal raus.
Ich würde mein gesamtes Hab und Gut darauf verwenden, dass keiner außer mir solche gespensterschönen Bilder besitzt. Ja, das war's mit Bereich 4 und das Ende des Spiels. Als letztes eingefangen haben wir Onkel Bitterlich, Vasili, Vincent van Gate, Sinati, Aufziehsoldaten, Herr Albträumer, König Buhu. Insgesamt 23 Geister. Waren das jetzt 23 oder 24 insgesamt? Gute Frage. Wir können jetzt gleich nochmal in die Galerie reingehen. Da sehen wir ja, ob uns einer gefehlt hat. Wir haben auch nicht alles gefunden. Wir haben auf jeden Fall insgesamt 54.275.000 Gold. Schon mal einiges. Und uns fehlt trotzdem ein Buhu, so wie das ausschaut. Also war doch noch eine übrig. Mamma mia. Oh, er weint. Ja, das war's mit Luigi's Mansion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir lange festgehangen haben an einer Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Ich wünsche euch was, haut rein, bis denne.